Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für euch, denn wir wollen wieder mal Energy Drinks testen, beziehungsweise sind das eigentlich keine Energy Drinks, sondern man könnte sagen, heute ist die Cola Edition, denn wir haben verschiedene Sachen von Coca-Cola Produkte, eine Booster Cola dabei und wir haben ein Red Bull Getränk, weil das einfach übrig war und weil das irgendwo besser zu den drei anderen Sachen passt, dass ich auf 4 Dosen komme, als wenn ich das jetzt bei anderen Booster-Getränken mit reinnehme oder zu Crazy Wolf. Deswegen habe ich das so zusammengestellt. Wir haben nämlich als erstes, ist ja immer noch Winter, ne? Die Winter Edition von Red Bull mit Spekulatius Kirschgeschmack, die wir uns heute gönnen werden. Winter Edition Red Bull Spekulatius Kirsch. Dann haben wir einen Energy Drink von Coca-Cola, Coca-Cola Energy. Wenn ihr den schon mal hattet, schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben, ja, was ist das überhaupt, ne? Coca-Cola Light Taste, Ginger Lime, was auch immer das ist, mit Ingwer und Limettengeschmack. Cola mit Ingwer und Limette. Ist auf jeden Fall auch, habe ich noch nie probiert, noch nie gesehen. Und wir haben ganz typisch natürlich The Real Cola bei Booster. Und das ganz speziell, denn es gibt ja die Booster Cola. Vom Booster gibt es ja so viele Sorten mittlerweile. Dann gab es die Booster Cola, was aber eben in so einer anderen Dose ist. Und hier ist ja so ein Affe drauf, weil das ist The Real Cola bei Booster. Das also nicht eine normale Booster Cola, das ist die Real Cola. Da ist nochmal ein Unterschied. Schlafen kannst du später, ne? Steht auch nochmal hier dabei, wisst ihr Bescheid. Es gibt also die Booster-Cola, auch in so einer schwarz-roten Dose, aber normal mit dem Booster-Logo und der Booster-Schrift, wie alle anderen Booster-Dosen auch. Und es gibt die Real-Cola bei Booster mit dem Affen drauf. Wir zeigen euch die hier nochmal alle, wie sie da nebeneinander stehen. So, da habt ihr nochmal also Red Bull mit Spekulatius Kirsch. Da gab es, glaube ich, noch eine andere Sorte, aber die habe ich irgendwie nicht gesehen. Dann hier der Coca-Cola Energy Drink. High Caffeine, Guarana, B-Vitamins. Dann haben wir Light Taste Coca-Cola, also mit Ingwer und Lime. Und natürlich The Real Cola mit extra Koffein bei Booster. Die vier werden wir jetzt testen auf jeden Fall. Wir werden mal gucken, wie schmecken die. Das Schlimmste kommt, glaube ich, zuerst, nämlich die Red Bull Winter Edition mit Spekulatius Kirsch. Kirsch finde ich sowieso nicht immer so, also Kirsch, weiß ich nicht, ich mag so Kirschsachen überhaupt nicht. Lieber andere Beeren oder so, aber Kirsch, riecht aber verdammt lecker. Man riecht die Kirsche deutlich raus. Ich rieche zwar keinen Spekulatius, aber auf jeden Fall rieche ich Kirsch. Würde ich jetzt überhaupt nicht erkennen, dass das Red Bull sein soll. Vielleicht ist das aber natürlich wieder nur der Name. Denn eine Red Bull Cola ist ja auch kein Red Bull mit Cola. Das ist ja nur eine Cola, die von der Firma Red Bull hergestellt wurde. Das heißt ja nicht, dass da Red Bull drin ist und Cola. Hier vielleicht auch einfach Spekulatius Kirsch Energy Drink, aber ohne diesen typischen Red Bull Geschmack zusätzlich zu den anderen. Spekulatius schmecke ich jetzt immer noch nicht raus, dafür merkt man deutlich den Kirschgeschmack, der aber gar nicht so penetrant ist, wie ich jetzt dachte. Eigentlich ein angenehmer Kirschgeschmack, trotzdem brennt das ordentlich. Ist auch im Abgang unglaublich süß, einfach der pure Zucker, den ihr da auf der Zunge verspürt. Kann man mal trinken, muss man aber nicht unbedingt jetzt haben. Da gibt es andere Sachen, die tausendmal besser schmecken, wenn ihr da auf was Chilliges hofft. Jetzt gehen wir mal rüber zum Coca-Cola Energy Drink. Schauen mal, was der so kann. Ob das nach einem Energy schmeckt, ob das wie eine Booster-Cola schmeckt, ob das nach was ganz anderem schmeckt. Ohne Taurin. Wie will das denn ein Energy sein, wenn da kein Taurin drin ist und das schmeckt jetzt schon, das riecht jetzt schon irgendwie genauso wie die Red Bull Cola.
Hat etwa Coca-Cola und Red Bull-Cola, ist das gleiche, nur in einer anderen Verpackung und die sahnen da zweimal ab, stauben da zweimal ab. Nee, okay, es riecht zwar wie die Red Bull-Cola, schmeckt aber trotzdem wieder anders. Koffein natürlichen Ursprungs mit Guarana-Extrakt, mit Insoid, mit B-Vitamin, Wasserzucker, Kohlensäure, Dextrose, Säurungsmittel und so weiter. Also finde ich geschmacklich auf jeden Fall angenehmer als das Red Bull in der Winter Edition. Da kann ich mir vorstellen, gekühlt, da zwei, drei Döschen an einem heißen Sommertag gehen schon mal klar. Besser auf jeden Fall als das Kirsch-Spekulatius von Red Bull. Wir haben aber natürlich noch Light Taste von Coca-Cola. Mit Ginger Lime, also mit Ingwer und Limette. Limette natürlich wieder ein bisschen säuerlich. Ingwer dann sicherlich ein bisschen scharf. Also das ist sicherlich wieder ein besonderer Geschmack, den man einmal gönnen kann, aber dann nicht unbedingt massentauglich ist. Wir sind gespannt. Wir riechen erst wieder. Ich rieche überhaupt nichts. Es riecht auf jeden Fall komplett neutral. Bei dem anderen hat man ja wenigstens irgendwas gerochen, aber hier, als würdet ihr aus dem Fen eure Nase aus dem Fenster halten, obwohl dann riecht man wenigstens die winterliche Landschaft. Mann, die Frisur immer zu. Wir probieren aber auch mal Light Taste Coca-Cola. Gucken mal, was da dahinter steckt. Boah, ich habe jetzt schon so die Kohlensäure, das kommt alles natürlich wieder aus dem Kühlschrank, eiskalt. Boah. Okay. Erstmal, obwohl es so kalt ist. Ich kühle meistens auch meine Getränke immer, egal was ich trinke, stelle ich immer 10 Jahre in den Kühlschrank. Wenn ihr das dann einschenkt und trinkt oder aus der Flasche trinkt, merkt ihr eigentlich die Kohlensäure nicht so sehr, weil das alles eben so kalt ist. Aber bei dem, es ist arschkalt, ihr nehmt nur einen Schluck und ihr habt einfach 10 Tonnen Schaum im Mund oder 10 Liter Schaum wahrscheinlich. Obwohl 10 Tonnen, 10 Liter, 10 Liter wären ja 10 Kilogramm. Auf jeden Fall, ihr trinkt, das hat so eine ekelhafte Konsistenz, weil das einfach nur wirklich schaumig ist und sich im Mund verteilt. Zusätzlich hat es einen richtig muffigen Geschmack. Ich weiß nicht, wie man das gut finden soll. Es ist auch gleichzeitig noch ohne Zucker, ohne Kalorien. Gerade bei den Sachen ohne Zucker, ihr wisst ja, die Vanillecoke, richtig genial, gibt es jetzt nur noch ohne Zucker, ist absolut nicht mehr top, ist richtig ekelhaft. Auch die Cherry Coke, die es immer gab, richtig genial, ohne Zucker. Ist das einfach nichts mehr? Weiß ich nicht, wieso man das immer noch anbietet. Und das weiß ich nicht. Das schmeckt wirklich eigentlich wie eine Cola, die ihr jetzt 10 Jahre habt stehen lassen, offen. Da ist alles raus an Geschmack. Aber die Kohlensäure ist immer noch da und bildet einfach nur einen übertriebenen Schaum in euer Mund. Würde ich also auch nicht empfehlen. Bis jetzt immer noch der Coca-Cola Energy der Favorit. Ich würde sogar den Kirsch-Spekulatius bis jetzt auf den zweiten Platz sehen und Cola Light Taste auf den letzten Platz. Aber wir haben ja noch The Real Cola von Booster übrig mit dem Affen. Digga, was geht auf? Mit dem Affen drauf. Und wer der größte Affe ist, das wisst ihr jetzt. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall die Real Cola mit dem Affen drauf ja noch übrig. Wollen die jetzt auch mal probieren? Die gab es ja auch die ganze Zeit in Flaschen. Wird auch öfters gekauft in Flaschen, in Dosen, aber ich bevorzuge Dosen eigentlich eher, denn das hat irgendwie noch so ein Oldschool-Feeling. So, da wird auch mal dran geschnuppert. Hat eigentlich auch kaum Geruch, wenn man das jetzt so nennen will. Erinnert mich an die Light Taste Cola von eben, die abartige. Ist ungefähr dasselbe, dass ihr riecht und riecht so gut wie nichts. Das war bei den zwei anderen anders. Ganz deutlich hier der Geruch wahrzunehmen. Auch hier mit dem Kirsch. Das riecht mittlerweile, wie wenn ihr einfach einen Kirschjoghurt von Almigurt oder so habt. Aber Real Cola am Start und die wird oft gekauft in letzter Zeit von uns. Also die muss überzeugen. Das ist bestimmt jetzt die Nummer 1.
Der Schaum ist okay, da bringt das Kühlen was oder da ist generell einfach nicht so extrem viel Kohlensäure drin wie bei dem anderen. Geschmacklich, glaube ich, kommen die aber nicht an die, an den Cola Energy ran. Also ich habe die sonst immer getrunken und fand die gut. Die Booster Cola direkt, die fand ich immer richtig genial. Wenn es da im Netto ein Angebot gab und da stand eine ganze Palette, habe ich mir immer nach Feierabend gleich einen ganzen Karton mitgenommen, komplett, habe immer, wenn das im Angebot war, zugeschlagen. Jetzt gab es die, wo man dachte, die schmeckt so ähnlich, aber man merkt, die kommt nicht ganz an die Booster Cola ran. Die Real Cola kommt nicht an die Booster Cola ran. Und leider muss ich sagen, dazu muss ich aber nochmal einen Schluck nehmen. Kommt die Real Cola auch nicht, das überrascht mich jetzt sehr, an die Coca-Cola Energy Dose ran. Denn die riecht wirklich wie die Booster Cola, die ich damals immer hatte. Und hat irgendwie mehr Geschmack. Bei der, weiß ich nicht, das ist gerade einfach nur kalt und schmeckt dann irgendwie wässrig im Nachhinein. Hier merkt man noch, dass da irgendwo ein Geschmack ist, der sich entfaltet, der vielleicht auch nicht für jeden ist, aber trotzdem finde ich das gerade am besten. Also aus der Cola-Runde, der Energy-Drink von Coca-Cola, der Gewinner. Aber jetzt kommt's, ihr wisst ja, was am Schluss immer kommt. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Haben wir natürlich noch eine Dose 5-0er Dosenbier, denn es sind immer noch so viele Dosen übrig von unserem Musikvideo damals, wo wir einfach 500 Dosen davon in den Pool geschmissen haben, haben da fette Party gemacht, haben Musikvideo gedreht, alles drum und dran. Und feierlich möchte ich natürlich zum Ende jeder Ramses Kitchen Folge, wo es Getränke gibt, ein 5-0er Dosenbier zu mir nehmen. Ich verabschiede mich schon mal. Wenn ich das nicht überlebe, wisst ihr ja Bescheid. Was das Letzte von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und schreibt natürlich mal rein. Kennt ihr die Sorten alle? Habt ihr die alle schon mal probiert? Welche wäre euer Favorit? Welche würdet ihr gerne mal probieren? Schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Zum Glück ist der Adi nicht hier, der wäre sonst bestimmt jetzt weggerannt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Macht das nicht zu Hause nach. Lasst mich Assis sein. Seid alle nicht wie ich. Seid ein Stück besser.